Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres beliebten Nuvuviso Studio Talk. Heute habe ich mir eingeladen, den Premium-Journalisten, Filmemacher, und er hat eine ganze Reihe mehr auf dem Kasten, was werden wir gleich erfahren. Dirk Pohlmann ist zu uns gekommen, frisch aus dem Urlaub eingeflogen. Wir wollen heute sprechen über die Kriegsführung der Zukunft. Was kommt da alles technisch auf uns zu? Ja, wenn ich das mal alles wüsste. Hallo, schön hier zu sein. Bekommst du Angst, wenn du daran denkst, wie die technischen Entwicklungen sind? Ja. Also das wäre sozusagen die erste unmittelbare und auch vernünftige Reaktion. Und ich gucke mir das schon seit vielen Jahren an. Das hat eigentlich einen ganz anderen Hintergrund gehabt, warum ich damit angefangen habe. Ich gucke eben, was bei DARPA läuft, Defense Advanced Research Projects Agency. Und auch bei IARPA, die ist dann abgespalten worden davon, Intelligence Advanced Research Projects Agency, und dann sieht man halt schöne neue Welt. Ja? Also die Technik wird uns furchtbare Dinge bescheren. Kannst du kurz erklären, was die DARPA und das Schwesterprojekt, was das für Organisationen sind, was die machen? Das sind eigentlich erstmal für alle Leute, die mit Ingenieursarbeit zu tun haben, hochinteressante Organisationen, weil die etwas machen, was es bei uns gar nicht gibt. Auch das ist eigentlich schon interessant, dass es das bei uns nicht gibt. Nämlich, die beschäftigen sich mit Forschung, die Endkante ist, wo also ein hohes Risiko besteht, dass da gar nichts draus wird. Also nicht, als wenn man bei uns losgeht und will Fördergelder für irgendwas haben, dann muss man immer eigentlich beweisen, dass das schon super gut funktioniert, es nur keine Konkurrenz gibt dafür, also ist immer widersinnig. Sondern die machen Sachen, die vielleicht, also es wird reichen, wenn bei denen 20% der Projekte durchkommen oder 10%. High Risk, aber also hohes Risiko, hohe Erfolgsaussichten in Bezug auf, wenn es funktioniert. Also Sachen, die Science-Fiction-Projekte sind. Und dort vergibt DARPA auf eine sehr mutige Weise, wenn man das jetzt also ökonomisch betrachtet, Fördergelder, meistens in geringem Umfang, so bis 5 Millionen. Womit Unternehmen, die eine verrückte Idee haben, losgehen können. Und die verrückten Ideen, das heißt aber eben Advanced Research Projects Agency, also das heißt sowohl Advanced, also das heißt fortschrittlich, als auch Defense. Ja? Also das heißt, da kommt das D her. Früher hieß das nur APA. Und um zu vielleicht ein gutes Beispiel, warum diese Agentur wichtig ist, früher hieß das Internet, als es erfunden wurde, ARPANET. Damals gab es nämlich noch nicht, hieß das Advanced Research Projects Agency. Und das hatte die Aufgabe, eine Kommunikationsstruktur, hatten die vorgeschlagen, zu entwickeln, die im Falle eines Nuklearkrieges unabhängig ist. Also nicht zentral gesteuert, sondern vernetzt ist. Und daraus ist das Internet geworden. Also das Internet ist eine der Kinder, wenn man so will, dieser Agentur, die das gemacht hat. Und die machen seitdem. Also es lohnt sich wirklich, da drauf zu gucken, weil Science-Fiction-Projekte, von denen man nicht weiß, ob sie funktionieren, dort eine Chance haben, Geld zu kriegen. Wie gesagt, bei uns gibt es sowas überhaupt nicht. In England gibt es auch, aber das sagt auch aus, über die Struktur aus, die wir haben. Leider nur für verteidigungsrelevante Sachen. Und das Intelligence ist eben genau dasselbe. Seit wir wissen, wie wichtig diese ganze, also Data Mining ist, ist auch klar, dass in dem Bereich die Amerikaner die Vorherrschaft haben wollen. Es geistern ja durch das Internet immer mal so bunte Videos, was die verrückten Roboterwissenschaftler wieder erfunden haben. Maschinen, die auf zwei Beinen laufen oder wie Vierbeiner sich bewegen wie Tiere, also Hänge hinauf und über alle möglichen unwirtlichen Oberflächen. Die sehen ja schon so natürlich aus, dass man fast Mitleid mit den Maschinen bekommt, wenn einer mal dagegen tritt und so demonstrieren, dass die nicht umfällt, sondern darauf reagieren kann. Exakt. Hersteller dieser Firma ist Boston Dynamics. Was die wenigsten wissen, ist, dass diese Sause da vom Pentagon finanziert wird mit dem Ziel, einen Kampfroboter also buchstäblich auf die Beine zu stellen. Ja. Wie lange gibt es denn diese Forschung schon und wann werden wir damit rechnen können, dass selbst laufende, selbst denkende, handelnde, autonom agierende Kampfroboter die Schlachtfelder bestimmen? Also wie lange es das genau gibt, kann ich nicht sagen. Ich kann sagen, dass ich es ungefähr 10 Jahre beobachte. Also das heißt, da begannen so diese Projekte.
Eine ganze Reihe von Big Dog ist so eins, was man sich angucken kann. Und dann ist es eben sinnvoll, immer mal zu schauen, was dort gerade passiert. Also sozusagen so einen Suchbegriff einzugeben und dann zu schauen, weil man kriegt eben sehr unterschiedliche Stellungnahmen dazu. Also es wird gerne so dargestellt, es gibt ganz viel Forschung für Android-Technik. Also das heißt Verbinden von Nervenenden mit Roboterhänden oder sowas. Dann wird immer gesagt, ja, ich habe dir den Link geschickt, stand bei CNN oder Newsweek war es, ich weiß es nicht mehr genau. Das amerikanische Militär wird dafür sorgen, dass Blinde wieder sehen können oder Leute aus dem Rollstuhl sich bewegen können. Das ist natürlich nicht deren Interesse. Die produzieren ja maximal in ihren Kriegen Leute, die ihre Sachen abkaufen könnten. Es geht immer um militärische Anwendung. Und das andere ist eher ein Abfallprodukt. Das ist ein Abfallprodukt, was man propagandistisch nutzt, um sozusagen so die Teflon aus den Hitzeschutzschilden der Raketen. So wird das dargestellt. Es geht also eigentlich, wenn man historisch reingeht, kann man zeigen, dass es immer ein Problem gibt mit militärischen Einheiten, mit Müdigkeit, mit Erschöpfung, wofür man ja zum Beispiel Perfetin, also diese Methamphetamine, was Crystal Meth jetzt, Breaking Bad sozusagen, diese Droge ist vom deutschen Militär entworfen worden und in millionenfacher Ausführung auch an die Soldaten ausgegeben worden, hat immense Wirkung gehabt. Zum Beispiel ist gerade in einem neuen Buch beschrieben worden, dass der Frankreich-Feldzug, also der Blitzkrieg, war überhaupt nur möglich durch Perfetin. Also durch diese Droge, die haben die Soldaten, die Panzertruppen von Guderian drunter gesetzt und die konnten halt 48 Stunden am Stück vorpreschen, während die Franzosen und die Briten schlafen mussten. Und dass diese ermüdungsfreien Kämpfe, das ist eine der Zielvorstellungen. Das kann man machen, indem man Menschen entsprechend drillt oder auf Gehirnwellen Einfluss nimmt, was DARPA auch macht. Also wo die auch für normale Soldaten, das wird parallel weitergemacht. Aber eine Möglichkeit ist natürlich ein Roboter, ist ideal, weil der kann schießen, wenn er abgeschossen wird, ist nicht so wild, außer dass vielleicht die Technik bekannt wird und er wird nie ermüden. Und dementsprechend wird daran gearbeitet. Warum das jetzt genau zwei oder Vierbeiner sind, ist mir nicht so ganz klar, aber ich nehme an, man geht davon aus, dass die Natur eine gute Lösung geliefert hat und die versucht man nachzuahmen. Warum man Zweibeiner exakt macht, ist mir wirklich nicht klar. Weil dieser aufrechte Gang von uns ist ja evolutionär eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Aber vierbeinige, ja. Und dann gab es zum Beispiel, ich erinnere mich, vor einigen Jahren habe ich gelesen, dass man sogar quasi Raubtiere nachbilden wollte. Also das heißt mit Stahlklauen, die dann ein Genick durchbeißen können. Also da hätte man solche, ich gehe davon aus, dass man bei solchen Planungen auch dezidiert darauf ausgehen will, Horror zu verbreiten. Also wenn man sich vorstellt, dass man jetzt irgendwo in Afghanistan in den Bergen und da kommt da so eine Herde Stahlleoparden auf einen zu und beißt den Leuten das Genick durch, das hätte auch eine große psychologische Wirkung. Also das wäre wirklich terrorisierend. Ja? Das ist eine Sache, die auch immer militärisch relevant ist. Das heißt, in die Richtung wird gearbeitet. Also man würde wirklich einen richtigen großen Schrecken entwickeln vor dem Gegner, ja, der Gegner. Übermacht. Übermacht demonstrieren. Ja. Ich habe mir angewöhnt, mir meine sozusagen eigenen Gedanken zu machen dazu. Also es gibt zum Beispiel eine Sache, wo ich gerne eine Doku zu machen würde, die ist nicht sehr bekannt, die hat aber immense Auswirkungen in der Militärgeschichte gehabt. Und das war das sogenannte Air Policing. Wird man jetzt über den Ball, wenn man das eingibt als Suchbegriff, findet man, wird gerade über den baltischen Staaten gemacht, ist aber nicht das Gleiche. Air Control hieß das auch. Habe ich im Zusammenhang mit Recherchen zur UFO-Forschung, witzigerweise, ist mir das untergekommen. Das war, und dann habe ich, weil ich sehr alte Fliegerzeitschriften habe, habe ich das tatsächlich auch gefunden. Also nach dem Ersten Weltkrieg hatte England in Afghanistan das Problem, was alle Militärs in Afghanistan haben, wildes Terrain. Und man hat, wie viele Soldaten muss man abstellen, um dort quasi die Oberhand zu behalten. Und man suchte nach Lösungen, wie man mit geringstmöglichem Aufwand Afghanistan beherrschen kann. Und da kam man auf die Idee des Luftterrors. Was die gemacht haben, ist, die haben zwei Doppeldecker-Einheiten aufgestellt, die Maschinengewehre und Brandbomben hatten. In der einen war ein Herr, der später als Bomber Harris bekannt wurde, als Soldat. Der hat dort seine Ideologie und sein Handwerk gelernt, weil die Aufgabe war, Terror zu verbreiten unter der afghanischen Bevölkerung. Und das hat man so gemacht,
die hatten halt ihre alten Gewehre und dann gab es da zwei Staffeln Flugzeuge aus der Sicht der Engländer, die immer das Problem ihres überdehnten Imperiums hatten, eine geringe Investition. Und wenn irgendwo was los war, wenn es irgendwo Aufstände gab, die Afghanen sind, also sozusagen durch ihre ganze Geschichte haben die immer, wer reinkam, hat Schwierigkeiten mit ihnen, hat es im Grunde genommen nicht geschafft. Ja. Dann ist diese Staffel aufgestiegen und die haben das Dorf, aus dem diese Angriffe oder die Kämpfer kamen, mit Männern, Frauen, Kindern und Vieh niedergemetzelt. Und das nannte man Air Control, Air Policing, mit der entsprechenden Ideologie hinterlegt, dass man diesen unverschämten braunen Gesocks mal zeigen müsse, wo der Hammer hängt. Und dann hat man also aus der Luft Terror verbreitet, kostengünstig, und hat darüber Afghanistan für eine ganze Zeit beherrschen können. Fing an 1923, wurde dann auch in Palästina durchgeführt, mit Giftgas übrigens von den Briten, hört man auch sehr selten. Also das wurde als beim Militär, innerhalb der militärischen Kreise, als extrem erfolgreiche Taktik, also Taktik des Luftkrieges betrachtet, wie man eben mit dieser Überlegenheit agieren kann. Und da ist die Brücke, dieses Demonstrieren von absoluter Überlegenheit, etwas, wo man nichts gegen machen kann. Die waren ja machtlos, die Leute. Da kamen diese Flugzeuge, dann wurde dieses Dorf ausradiert und die Drohung war, ihr macht was, wir kommen wieder. Dann ist auch deine Schwester, dein Bruder oder sonst was im nächsten Dorf. Wir machen euch einfach fertig aus der Luft. Das hieß wirklich auch Air Terror. Terror, also der Begriff Terrorismus ist dort von staatlicher Seite gewählt worden, um zu zeigen, dieses Demonstrieren von Übermacht. Und in dieselbe Richtung geht das. Das ist merkwürdigerweise, kann man da herzlich wenig drüber lesen. Es gibt einen englischen Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt hat. Aber im Militär hat das ganz, ganz große Auswirkungen gehabt. Die Air War College in den USA hat sich damit beschäftigt, weil man halt sehen konnte, man kann viel mit wenig erreichen. Doing the most with the least. Ja? Das ist ja eine bekannte Strategie auch des US-Militärs, dass es immer zuallererst die Zivilisten angreift und nicht den militärischen Gegner, weil das einfach die weichesten Ziele sind und die am meisten Impact haben in der öffentlichen Meinung. Die Leute, die das entwickelt haben, waren die Briten. Ja? Das kommt ja also mit diesem Bombardieren, aber es ist richtig, dass die Amerikaner, also in Deutschland, die haben sich merkwürdigerweise im Zweiten Weltkrieg in Deutschland anders verhalten als die Briten. Die Briten sind dezidiert losgegangen und haben allein schon, weil sie nachts geflogen sind, ja, die waren froh, wenn sie die richtige Stadt getroffen haben, weit entfernt davon, irgendetwas genau treffen zu kommen. Die haben auf den Karten war immer Mittelpunkt der Stadt und da stand Gestapo Hauptquartier, so als damit die Soldaten sich gut fühlen dabei. In Wirklichkeit war das Ziel aber, die Familien, der deutsche Industriearbeiter sollte nach Hause kommen, das ist ein Zitat, sollte verbrannte Frau, verbranntes Kind vorfinden. Man wollte also die Kampfkraft der Bevölkerung in der Industrie rausbomben. Die Amerikaner haben dagegen Tagesangriffe geflogen mit sehr viel höheren Verlusten und haben sich schon bemüht, was zu treffen. Aber sie haben dann in Japan beispielsweise, haben sie exakt das Gleiche gemacht wie die Briten, nämlich Brandbombenangriffe, Japan mit diesen Holzhäusern, die sie hatten. Also in Tokio sind 300.000 Menschen verbrannt worden in einem Feuersturm. Das ist der schlimmste Angriff in der Luftkriegsgeschichte. Und das war dezidiert auf die Zivilbevölkerung angelegt. Also das heißt, in Europa müsste man sagen, die Briten sind, abgesehen von der deutschen Luftwaffe, Guernica, das kennen wir ja den Anfang. Also das waren die Thesen des Emile Douai, hieß der, also ein Luftkriegsstratege, der sagt, in Zukunft werden wir Kriege aus der Luft gewinnen können. Und eine der Methoden ist dieser Schrecken. Im Ersten Weltkrieg, wir können jetzt springen, die Zeppeline waren auch schon so angedacht worden. Man wollte mit Zeppelin, die Zivilbevölkerung, also die Kampfkraft schwächen, indem man die englischen Städte angreift. Also diese Idee kommt immer wieder. Und das ist jetzt, was die Amerikaner machen, würde ich gar nicht so sehr auf die Zivilbevölkerung sehen, sondern ich würde das sind Sachen, die gegen Guerillatruppen. Sie haben ein Riesenproblem mit diesen Guerillatruppen, ob die sich nun im Dschungel verstecken wie in Vietnam, wo sie es ja nicht geschafft haben im Grunde genommen, oder jetzt in Afghanistan. Das ist immer, die Landschaft ist für sie ein Nachteil. Und das könnte man mit solchen, dazu gehören ja noch eine ganze Reihe von anderen Entwicklungen. Also zum Beispiel Insekten so zu bauen, dass man Insekten als Spionageflieger benutzen kann. Das ist so eine andere, vollkommen abgespacete Technologie. Wenn ich das erzähle, denken manche Leute, ich spinne. Ja, das kann man sich aber, vielleicht machen wir eine Linkliste für das Interview, kann man sich angucken. Das ging so vor 10 Jahren los. Da hat man mit großen Nachtfaltern angefangen. Mittlerweile funktioniert es mit Libellen. Also ist man in der Lage, Computerchips in Insekten einzubauen, die Insekten fernzusteuern.
und Überwachungselektronik dran zu hängen. Und das wäre dann in Zukunft, kann das eben, könnte es sein, man ist in Afghanistan und dann fliegt über einem entweder ein Vogel, also für lange Sachen gibt es erste Gefechtsfeldsache, dann kommt ein Insekt aus der Nähe, das auch in eine Wohnung rein kann zum Beispiel, in eine Wohnung reinfliegen, man kann das miniaturisieren und dann kommt so ein Stahlleopard an und killt die Leute. Das sind Sachen, abgesehen von diesen Exoskeletten, die ja auch entwickelt werden. Also das ist das, was man aus kennt von den Navi, den Kampf gegen die, also Avatar. Diese Sachen, so kann man sich das vorstellen, das wird tatsächlich entwickelt. Ja? Also solche Sachen sind auch, also Kräfte multiplizieren. Ja? Das ist also ja, plattformübergreifend die Fusion von Lebewesen und Maschine, aber die genau. Für größere Kampfkraft sorgen soll. Gibt es denn auch neue Strategien, also wie man Kriege führt? Gibt es denn sowas wie, werden denn Kriege durch künstliche Intelligenz auch geführt? An all diesen Sachen wird gearbeitet. Also das heißt, man muss jetzt sich einmal verdeutlichen, dass die Amerikaner haben das heißt das amerikanische Militär, das heißt Full Spectrum Dominance. Das ist deren Strategie, also was über allem anderen steht. Wo alle diese Sachen, über die wir jetzt reden, Untergruppen sind. Das geht also von Flugzeugträgern über diese Cyberwar alles. Also der Full Spectrum Dominance bedeutet, die Amerikaner möchten das amerikanische Militär, nicht die Bevölkerung. Ja. Das amerikanische Militär möchte in jedem Bereich, der möglicherweise militärisch genutzt werden kann, die absolute Überlegenheit haben. Und dafür wird dieses Geld ausgegeben. Es wird ja der amerikanische Rüstungshaushalt ist ja so groß wie der nächsten 8 Länder, die folgen, zusammengenommen. Also die Russen geben zurzeit weniger als ein Zehntel dessen aus, was die USA alleine ausgeben für Militär. Das sind so die, wenn man sich diese Zahlen anguckt, also die Saudi-Arabien gibt doppelt so viel aus oder dreimal so viel ungefähr jetzt wie Russland. Mhm. Also das sind so, hat man gar nicht auf dem Schirm. Ja? Also Russland ist gar nicht mehr so bedeutsam in dieser Hinsicht. Da kommt der zweite China dann, ja, ein Riesenreich auch. Ja. Aber das ist, die wollen auf all diesen Gebieten wollen sie die Führung haben und das geht durch alles. Das geht also Cyberwar, es geht Weltraumkrieg mittlerweile. Das ist das Nächste, was im großen Stil ja Finanzen fressen wird auch. Es geht um diese Entwicklung, es geht um, man könnte sich ja immer fragen, für was brauchen wir diese extrem hochgerüsteten Kampfflugzeuge eigentlich noch? Also die Kriege, die geführt werden, sind ja eher gegen vollkommen unterlegene Gruppen, die auf dem Boden mit Kalaschnikows mit AK-47 rumrennen. Hm. Warum brauche ich da einen 2 Billionen Bomber? Ja? Also die Sachen kamen ja aus der Konfrontation mit der Sowjetunion, die immer hochgejazzt wurde in ihrer Bedrohung, die sie nie hatte. Nie, zu keinem Zeitpunkt waren die wirklich eine Gefahr für die Amerikaner. Also diese riesen Haushalte, die werden jetzt eben in alle möglichen Richtungen, das heißt dann asymmetrische Kriege und eine neue Bedrohung, die Unübersichtlichkeit sei so ungeheuer gefährlich. Und in all diesen Bereichen wollen sie die Spitze haben und deswegen sind sie überall dafür DARPA dabei, Forschung zu finanzieren, die ihnen ermöglicht, den größtmöglichen Vorsprung zu haben und dafür wird ein irres Geld ausgegeben. Du hast einen Film gemacht mit dem Titel UFOs, Lügen und der Kalte Krieg. Da war das böse U-Wort drin und du hast einiges an Schwierigkeiten gehabt. Kannst du mal, weil du es vorhin auch selbst angesprochen hast, kurz umreißen, inwieweit du dich mit dem Thema UFOs beschäftigt hast. Nicht, dass einer von euch zu Hause denkt, das wäre ein sogenannter UFO-Spinner, der Dirk Pohlmann. Sondern das ist eben, ich habe das in einem langen Interview mit deinem Bruder dargelegt, wie es dazu kam. Das war, weil ich mit einem amerikanischen Kameramann befreundet war, der in einer Spezialeinheit war, die geheime Projekte gefilmt hat. Und so bin ich... eigentlich nicht so. So bin ich an das Thema UFO rangekommen und dann, sobald man anfängt, eben in die Archive zu gehen, das hatte ich gesagt, dann findet man, dass das amerikanische Militär sich immer damit beschäftigt hat. Eben eigentlich aus der gleichen Denkrichtung. Wenn es da etwas gäbe, erstmal die Frage, haben die Sowjets vielleicht was gebaut mit irgendwelchen durchgeknallten deutschen Wissenschaftlern? Denn im Dritten Reich wurde zwar erfolglos, aber es wurde daran gearbeitet, an kreisförmigen Fluggeräten zum Beispiel.
Es wurde alle mögliche Forschung betrieben, von der wir heute gar nicht so genau wissen, was da eigentlich alles gemacht wurde. Wir wissen nicht, wie weit sie wirklich mit der Atomtechnologie gekommen sind. Da gab es einige Überraschungen in den letzten Jahren, die man erlebt hat. Das ist sicherlich ein Teil, wo ich sicher bin, wenn man in die Archive geht, wo es noch sehr interessant werden wird, wenn Sachen freigegeben werden. Ja? Weil doch wir, und so war ich an dem Thema UFOs. Und da kann ich eine Sache kann ich auch erzählen, die mir sozusagen, wo es über Kreuz ging, wo man immer wieder drauf kam. Ja? Ich sprach ja über diese Air Control. Und das war, als ich meine erste Doku gemacht hat über die Spionageflüge. Das war meine erste Kalter Kriegs-Doku in Arte und ZDF über Spionage- und Agentenabsatzflüge im Kalten Krieg, die ganz ein Großteil aus Deutschland stattfand. Was hier niemand, ich war damals in der Bibliothek der Bundeswehr, die hatten gar nichts und niemand wusste Bescheid, dass das überhaupt gab. Immer nach dem Motto, was ist denn das für eine Story? Ja. Also das ist die Geschichte, ich habe ja die Leute im Film und mittlerweile ist das auch, gibt es bestimmt 100 Bücher über dieses Thema. Damals war es aber so nach dem Motto, existiert nicht und weil wir keine Sachen dazu haben, ist das ja alles Unsinn. So ähnlich ist das in Deutschland ja auch mit dem UFO-Thema. Aber da hatte ich später in einem anderen Zusammenhang, dort fingen wir damit an, also mit den Spionageflügen, da hatte ich Aufsätze gelesen, da kamen zu dem Zeitpunkt, waren eine Reihe von historischen Aufsätzen erschienen, die sich mit diesen Spionageflügen beschäftigten und dazu gehörte eine Sache, die hieß Home Run, da haben die Amerikaner mit ihren damals besten Langstreckenaufklärern, die man optisch nicht unterscheiden konnte von den damals besten Langstreckenbombern, B-47, ein sechsstrahliger, damals das längste, wo man mit fliegen konnte, aus der die ganzen Verkehrsflugzeuge 707 und sowas dann hervorgegangen sind. Und die haben sie immer wieder, in Home Run ist aus dem Baseball, also sozusagen, wenn man einmal rundherum läuft, weil man den Ball so weit rausgeschlagen hat, sind die einmal rundherum in Russland, der Sowjetunion, und haben die nördlichen Flughäfen abgeflogen. Und die Sowjets haben gesehen, der Zweck davon war, um den Sowjets zu zeigen, wir können mit euch machen, was wir wollen. Wir kommen da an, ja, und eure Küste ist so groß, ihr könnt die nicht schützen. Und dann fliegen wir mit unseren Flugzeugen dahin, dann fliegen wir auch mal rein, fliegen wir auch über Basen und fotografieren die. Aber die Maschinen, die kommen, die könnten genauso gut auch Bomber sein. Ja, also das ist so, die ganze Zeit, das haben die Amerikaner immer betrieben, diese Spielchen. Also sozusagen zu sagen, wir sind überlegen und wir können euch angreifen. Und damals war auch die Idee im Schwange, dass man angreifen sollte, ja, dass man den Atomkrieg führt, bevor die Sowjetunion, die erst 1949 damit losging, mit der Atombombe so stark ist, dass sie sich wehren könnte. Und in dem Zeitraum, da war ein Aufsatz dabei, da drehte es sich um dieses Air Control. Und dann hatten die einen Colonel Sleeper vom Air War College der amerikanischen Luftwaffe, sagte, jetzt in der ganz knappen Version hat er gesagt, wir haben diese ganzen Atombomben, die wir entwickeln, aber die sind eigentlich zu nichts gut, wir können sie ja nicht einsetzen. Ja? Also wenn wir sie einsetzen, nicht so doll, ja? Und wir können damit drohen, aber wir geben viel Geld aus für einen Apparat, der eigentlich nur als Drohpotenzial existiert. Machen wir uns doch mal Gedanken, so funktioniert das Militär ja auch, ja? Wie wir mit diesem irren Technikvorsprung Politik beeinflussen können. Können wir nicht mit den Flugzeugen auch außenpolitisch agieren? Und dann kam theoretische Überlegung, hätte man, wenn man über Deutschland oder über Italien zum Beispiel Bomberströme rübergeführt hätte, sehr früh, in den 30er Jahren noch, um zu zeigen, welche Luftmacht die USA in der Lage sind, auf die Beine zu stellen. Die haben da ja von ihrer Industriekapazität, ja, also sozusagen zu zeigen und dann über diese Drohung Politik zu beeinflussen haben, so was wäre, wenn Szenarien betrachtet. Verschwörungstheorien würde man jetzt heute sagen. Also es ist immer so, das Militär ist da ja viel agiler in den höheren Chargen. Also man sucht Leute mit guten teuflischen Ideen. Ja? Und das war dieser Colonel Sleeper. Also Colonel ist ja immer unter General. Das sind die Leute, die es bis zu dieser Glaswand geschafft haben. Die machen gerne Putscher auch, diese Leute. Mhm. Die gehören eben nicht ganz oben zum Establishment, sondern eine Stufe drunter noch, so mit Ehrgeiz. Ja? Und der war jung und kam mit dieser intelligenten Idee und sagte, guck mal, was die Briten da in Afghanistan gemacht haben. Er hat gesagt, Air Control, können wir sowas vielleicht machen mit unseren Strahlbombern gegenüber der Sowjetunion? Und dann wurde gesagt, das führte dazu, dass diese Einsätze geflogen wurden. Da war also dieses Air Control, diese Idee der Kontrolle,
war da. Und jetzt ist lustigerweise, wurde dieser gleiche Mann, der also die Strategie ausgearbeitet hat, wie man über diese Eindringen-Aufklärungsflüge der Amerikaner an der gesamten Peripherie der Sowjetunion, von Japan aus, also von Thule, von Grönland, dafür wurde Grönland militarisiert für diese Einsätze, sind die überall reingeflogen und dann war eben, können wir die Sowjets so unter Druck setzen? Im Landesinneren hat man immer gesagt, die Sowjets sind furchtbar überlegen und die haben 3 Millionen Panzer, wir haben nur 2 und die haben 7 Millionen Raketen, wir haben 1/2. Also so wird immer getan, es wird immer, wir haben eine Lücke. In Wirklichkeit wussten sie, wie sie überlegen waren und sagten immer, das Militär war der Ansicht, jetzt müssen wir die Sowjetunion im Atomkrieg beseitigen, ja, weil wenn wir noch ein bisschen warten, werden die stärker und dann werden die Verluste größer. Also machen wir, der Krieg kommt ja eh, machen wir ihn doch jetzt. Das ist die Logik gewesen, dafür waren die Einsätze. Das hat er gemacht und dann wurde dieser gleiche Mann, und jetzt kommt wieder die Skurrilität, wurde zuständig für die UFOs. Und wenn man sich jetzt vorstellt, was UFOs aus der Sicht des amerikanischen Militärs waren, dann sind das Objekte, die auf einmal in deinem Luftraum auftauchen, von einer überlegenen Technik, wie die Doppeldecker in Afghanistan, wenn man so will, wo du nichts gegen machen kannst. Und vielleicht, das war deren Idee, das ist immer das Gleiche, sind das ja Leute, vielleicht dann eben Außerirdische, die uns sozusagen als Kolonisatoren, als imperialistische Macht gegenüberstehen. Das heißt, man hat dieses Air Control, man hat die UFOs als eine weitere Stufe von diesem Air Control gesehen. Das heißt, einmal 1923 die Briten in Afghanistan, dann diese Spionageflüge der Amerikaner und hat gedacht, vielleicht ist das umgekehrt. Und so hat man den Fachmann für dieses Air Control, der sich damit beschäftigt hat, mit allen Denkspielen, wie man das nutzen könnte, der war dann auf einmal auch dafür zuständig und hat diese Foreign Technology Division und Blue Book war da dann am Anfang drin. Also das ist eine Sache, die übrigens noch kein UFO-Forscher bemerkt hat, weil die sich meistens nur mit UFOs beschäftigen. Aber so ist diese Militärstrategie, spielt darin rein. Also UFOs, wenn man jetzt jemand käme mit einer Idee für irgendeinen wahnwitzigen Antrieb, mit dem man eine Drohne rechtwinklig bewegen kann oder mit einer anderen Art von Physik, der wäre bei DARPA, die würden sich die Finger lecken nach sowas. Und sagen, ja, probier das aus. 5 Millionen hier, mach's mal. Also wer von euch zu Hause eine Idee hat, immer gleich an die DARPA wenden. Bitte nicht, ja. Eigentlich ist es ja eine klasse Sache, dass man solche Science-Fiction-Projekte, die gibt es ja in allen Bereichen, die gäbe es ja auch für Ökologie, ökologische, gesellschaftliche Strukturen. Wir machen sowas überhaupt nie mit gesellschaftlichen Strukturen. Wir probieren nie Sachen aus. Also das ist ja so eine Absurdität. Überall gibt es Innovationen und wird gebastelt und wird verbessert und optimiert. Nur das Gesellschaftssystem an sich, das ist offenbar angeblich perfekt. Ja? Wir produzieren zwar furchtbare Zustände von der Ökologie, von der Arbeitslosigkeit und so weiter, aber das ist so wie der Koran bei den Arabern, ewig ungeschaffen, unveränderlich und nichts dran ändern. Da muss nie was verbessert werden. Ja? Ein rotes Tuch, ja, oder genau, wo man nicht dran geht. Genau, ein Tabubereich. Ein Tabubereich. Mhm. Und das wäre ja eigentlich wäre es ja gut, wenn man sagen würde, lasst uns mehr experimentieren. Lasst uns, so wie diesmal Militär machen, könnten wir ja sagen, wir versuchen verschiedene Arten von Geldkreislauf oder sowas in abgezirkelten Bereichen. Theoretisch könnten wir ja sagen, Sachsen führt das bedingungslose Grundeinkommen ein und Hessen macht was anderes in der Richtung. Und dann gucken wir mal, was am besten funktioniert so in der Praxis, dann wissen wir es ja. Mhm. Also aber es wird nur für Militär, wie man Militär. An und für sich gut, aber... Okay. Also du hast gerade skizziert, dass es da durchaus eine Historie gibt, die das Air Policing, hast du das genannt? Air Control hieß es. Air Policing, die waren die Begriffe dafür. Was dazu dient, die Bevölkerung in einem angegriffenen Land zu terrorisieren und... aus Sicht des Militärs war es eben nur logisch, dass man dieses Phänomen UFOs da irgendwie mit einbezieht oder versucht, für sich nutzbar zu machen, weil keiner von den beiden Seiten wusste, was das für Flugobjekte sind. Ja, genau. Das war mein Interesse bei dem Film. Ich bin ja über die Geheimdienstthematik rangekommen und die Sache war eben, dass UFOs aufgrund der Tatsache, dass man sie für so bedeutsam hielt, weil es ist entweder eine überlegene Technologie irdischen Ursprungs vom bösen Feind oder Gott bewahre von irgendwelchen Außerirdischen und
Das ist sozusagen die, man muss immer auf die Denkweise, die dort herrscht, die ist dann so, wir müssen verhindern, dass die mit den Sowjets Kontakt aufnehmen, die müssen dann mit uns Kontakt aufnehmen. Mhm. So wird dann gedacht. Da wird nicht gesagt, das ist Quatsch, jetzt hör mal auf damit, sondern wenn das stimmen würde, wäre es ja so und wie könnte man das jetzt einbauen in die Machtstruktur? Also dieser Geheimdienstapparat dient ja immer dazu, die Macht zu erhalten und zu festigen und zu projizieren zu können in die und dafür alle Technologien nutzen zu können, die da sind. Und insofern, da kamen wir ja her, sind all diese Entwicklungen, also die Wissenschaft ist die Magd des Militärs. Ja. Um jetzt wieder den Bogen zu schlagen zu den Kriegen der Zukunft. Wir haben gerade über UFOs gesprochen. Wir haben über Kriege im Weltraum gesprochen. Noch nicht. Du hast es vorhin ganz kurz angerissen. Welche Entwicklungen werden denn da zu erwarten sein? Full Spectrum Dominance, unter Wasser, on the land und Outer Space. Ja? Genau, Land, at Sea Space und Cyberspace. Also Cyberspace, Cyberspace Outer Space, auch. Ja. Also das läuft ja schon. Cyberspace läuft. Das ist ja mittlerweile sogar so, dass ein Cyberangriff auf die USA ein Kriegsgrund wäre, in ihrer Militärdoktrin. Also ist festgelegt. Wenn man sich das jetzt anguckt, es ist wirklich immer gut, sich so ganz große Linien anzugucken. Dann sieht man, als die Flugzeuge auftraten, das war ja was Neues. Ja? Und dann hat man sehr schnell überlegt, wie kann man Flugzeuge militärisch nutzen. Und das Erste, was man gemacht hat, war Aufklärung. Also da kann man irgendwo hoch und hinfliegen und kann jemand anders schlecht was gegen machen. Und dann haben die verschiedene anderen Aufgaben gekriegt. Also das heißt, dann wurden versucht, diese Flugzeuge abzuschießen. Das war ja am Anfang des Ersten Weltkrieges, war das noch so, dass da jemand mit einem Revolver in einem Flugzeug stand und in dem anderen einer. Und dann haben sich gegenseitig wie Duellanten beschossen, bis man MGs eingebaut hat und erst auf den Tragflächen, weil man nicht durch den Propellerkreis schießen kann. Dann hat man das mechanisch gelöst. Also so wurde dann diese Aufklärer abschießen, Jagdflugzeuge. Dann hat man gemerkt, man kann auch Bomben werfen. Diese Bomben wurden am Anfang wirklich mit der Hand. Da stand einer so, da hat geguckt und hat die Bombe so fallen lassen. Ja? Also das ist immer der evolutionäre Schritt, so ist das gemacht worden. Und dann kam eben damals, das Militär interessiert sich immer dafür, wenn man was waffentechnisch einsetzen kann, gab es die Army Air Force. Das heißt, diese Luftwaffe, wie das bei uns hieß, war eigentlich erstmal eine Teilstreitkraft der Armee. Bis klar war, die ist so bedeutsam, dass man eine Air Force draus gemacht hat. Also im Zweiten Weltkrieg, die Amerikaner, die Deutschland bombardiert haben, das war die 8th Army Air Force, die 8. amerikanische Armee-Streitmacht, Luftstreitmacht. Also zu dem Zeitpunkt waren die noch nicht eigenständig. Und dann wurde die United States USAF daraus. Und dann gab es, das ist vor einigen Jahren rausgekommen, als man die ersten Weltraumflüge, war natürlich klar, warum war denn dieser Sputnik-Schock so groß? Weil klar war, wenn man eine miniaturisierte Atombombe hat, dann kann man nicht nur einen Satelliten um die Erde schicken, über eine Umlaufbahn, sondern eben auch so V2-mäßig kann man eine Rakete hinschicken. Und das ist ja, wenn ich jetzt auch nochmal darauf eingehen kann, mit der V2, also mit dieser ersten Rakete der Deutschen im Zweiten Weltkrieg, das ist unter ökonomischen Gesichtspunkten ein Desaster gewesen, weil da ungeheure Mengen von Ingenieurstunden aufgebracht wurden für eine Waffe, die eine Tonne Sprengstoff vollkommen ungenau irgendwo hinschießen konnte. Also Bombardierung ist, wenn man es nüchtern betrachtet, eine Lufttransportaufgabe. Da wird Sprengstoff transportiert in eine Stadt und dort abgeworfen und macht die Stadt kaputt. Also so eine Rakete ist technisch nur dann interessant, wenn man da oben drauf zu dem Zeitpunkt eine Atombombe bauen kann. Deswegen ist das so interessant, wenn man jetzt in die Archive reingehen wird. Also auch den Deutschen muss klar gewesen sein, dass diese Rakete, so wie sie war, keine besonders, also der Aufwand ist immens, wenn man damit Leute in Flugzeuge und so weiter reingesteckt hätte, hätte man mehr erzielen können. Also in der Firma hat man gesagt, für ein Wolkenkuckucksprojekt irres Geld ausgegeben. Mit einer Atombombe, die V2 obendrauf, ganz anderes Spiel. Das ist das, woraus kam. Und also als man die Raumfahrt entwickelte, also ich bin jetzt alt genug, du wahrscheinlich nicht, da war das so, im Westen wurde dargestellt, die Amerikaner, die brechen jetzt in den Weltall auf, so mit Fanfaren, Blick nach schräg oben, ja, stellvertretend für die Menschheit. Und ich kenne jetzt, habe vor kurzem einen DDR-Spielfilm gesehen, nach einem Roman von Stanislaw Lem an Science Fiction, der verlorene Stern oder irgendwie so ähnlich heißt der, einen super guten Film.
Und da war eben in dieser Weltraumfahrt war so etwas neue Ufer und eine andere Zivilisation. Also man ging ja immer davon aus, in dem DDR-Film war es ein internationales Forscherteam, war sogar ein Amerikaner dabei, ja. Also so, dass man irgendwo diesen Unsinn auf der Erde im Weltraum aufbrechen kann. Und jetzt, wenn man hinguckt, war das bei den Amerikanern war es das Gemini-Projekt und dann haben zu dem Zeitpunkt, als die Gemini hochgeschossen wurde, gab es Projekte für eine militärische Weltraumstation. Es ist entdeckt worden, da hat eine Putzfrau in einem Schrank hat sie so Weltraumanzüge in Blau gefunden mit Dienstgradabzeichen und war vollkommen konsterniert, was das sein sollte. Und das war alles schon vorbereitet, dass diese Station hat es nie gegeben dann, weil die Technikentwicklung dran vorbeigeht. Man brauchte keine bemannten Weltraumstationen, die Spionage von oben betreiben oder auch Waffen abschießen können, sondern das hat man mit den Satelliten eben gemacht. Aber die Russen haben auch dran gearbeitet. Also es war die Militarisierung des Weltraums war zu dem Zeitpunkt, als wir erzählt bekommen haben, Science-Fiction, Frieden, neue Zivilisation im Weltall, wovon ja die ganzen technoid-begeisterten Science-Fiction-Autoren, also von Lem, der ein ganz großer ist in dem Bereich, oder Odyssee im All, da war immer so eine Grenze, also es war nicht so primitiv, wie das Denken der Militärs war. Aber die Militärs haben gleich in die Richtung gedacht. Und das ist das Nächste, was uns jetzt bevorsteht. Das heißt, Bush hat das erste Mal eine Weltraumdoktrin von sich gegeben, wo er gesagt hat, wir werden. Im Grunde genommen muss man sich das vorstellen, die haben den Weltall jetzt deklariert als neuen Kontinent. Und das heißt, der gehört uns. Erstmal haben die Amerikaner, Weltall gehört ihnen. Dann gibt es private Weltraumfahrt, das heißt, es wird Schürfrechte geben für Planeten. Und wer wird diese Schürfrechte vergeben? Ja, die Amerikaner. Das haben sie mal festgelegt. Ja? Also es gibt so UN-Abkommen, da steht drin, gehört niemand und wird dann von uns und so weiter. Und, alles Schnee von gestern. Schnee von gestern, wir haben die dicksten Arme, wir werden uns das holen. Und natürlich muss dann auch das Weltall geschützt werden. Das hat das CNN dann geschrieben, to guard the space. Ja? Also das Weltall muss geschützt werden. Vor wem? Vor Konkurrenz eigentlich, so denken sie. Also werden sie eine eigene Weltraumstreitkraft aufstellen. Also es gibt schon ein Space Command, aber ein Space Command sozusagen angedockt wie früher die Luftwaffe an die Armee, gibt es jetzt ein Space Command, was an die Luftwaffe angedockt ist. Aber die Bedeutung davon wird so groß sein, dass man, also dass jetzt darüber geredet wird, eine fünfte Teilstreitkraft aufzubauen. Es gibt ja die Marines noch in den USA, darf man nicht vergessen, das ist noch eine eigene Teilstreitkraft. Also das heißt, die Militarisierung, das ist das, was man den Amerikanern vorwerfen muss, dass wo immer sie auftauchen, sie haben arbeiten mit einem Reptiliengehirn, mit Ideen aus dem 19. Jahrhundert, des Imperialismus, und das transportieren sie mit Hilfe ihrer überlegenen Technik jetzt auch ins Weltall. Da ist nichts zu erwarten, außer die gleichen Mist, den sie hier angerichtet haben, auch in die Umlaufbahn zu starten. Und das wäre natürlich ein fataler Schritt. Ja. Also. Es gibt ja beim US-Militär das AOC, hieß das früher, das ist das Allied Air Operations Center. Und das heißt, jetzt ist vor ein paar Jahren umbenannt worden in Air and Space Operations Center. Mhm. Und das sitzt übrigens in Ramstein auf der Airbase. Aber nur für den Bereich, ja genau, das steht, gibt es ein Gebäude auf der Airbase, das wo diese Wortgruppe drin vorkommt, Air and Space Command, habe ich selbst herausgefunden damals bei den Recherchen zu meinem Film. Allerdings wird von dort aus sicherlich nicht der gesamte Weltraum beherrscht oder was, sondern nur in dem Bereich Europa, Afrika, Nahosten, eben das, was oben drüber ist. Ja. Aber das ist, da sollten wir vielleicht eine Sache, weil ich habe in einem ganz anderen Zusammenhang, habe ich mich mal beschäftigt mit diesem Africa Command. Das war die Amerikaner haben ja die Welt unterteilt in quasi militärische Bezirke, für die jeweils Afrika zuständig sind. Mhm. Ja. Mhm. Und dann gab es die Planung für Africa Command und dort wurde versucht so darzustellen, jetzt kommt das amerikanische Militär und hilft den Schwarzen bei Tuberkulose, Malaria und bei AIDS. Ja. Das ist also eigentlich ihre tiefe... Bringt den Lesen und Schreiben bei... Also immer wieder die gleiche verteilt Spielzeug an die armen Kinder. Genau, ja, genau. Ja. Ja. Also immer diese Köder-Taktik. Und dann machte eine Reise durch Afrika, begleitet übrigens von Bob Geldof.
der in Time einen furchtbaren Artikel darüber geschrieben hat, dass der Bush ja so missverstanden wird, das wäre so ein guter Mann. Und er, Bob Geldof, hat ihm gesagt, wir helfen dir jetzt mal PR-mäßig auf die Füße zu kommen, weil die ganze Welt denkt, du bist so ein Kriegstreiber. Dabei bist du einfach nur so ein netter Texaner, der sich nicht mit den Medien auskennt. Und das helfe ich dir jetzt. Wirklich, so war dieser Artikel. Ja. Also unsäglich. Ja. Und den fuhren die rum überall und wollten gut Wetter machen, um einen Standort zu kriegen für ihr Africa Command. Der einzige Staat, Liberia, war bereit, war dann aber im Bürgerkrieg. Ja. Haben keinen gefunden, der dieses trojanische Pferd als Geschenk annehmen wollte. Und wo sind sie hingegangen? Stuttgart. Nach Stuttgart. Ja. Weil, und jetzt deswegen sage ich das, weil in Deutschland können sie machen, was sie wollen. Das ist der Bereich, wo sie keinerlei Probleme haben, irgendetwas unterzubringen. Und deswegen würde ich aus dieser Logik, finde ich das hochinteressant mit Rammstein, weil das ist so eine Möglichkeit, sich außerhalb der Kontrolle zu bewegen. Also in Deutschland ist man so ähnlich, als wenn man eine Südpolstation hat, mit einer besseren Infrastruktur angebunden, aber Kontrolle von deutscher Seite, was dort stattfindet, vergiss gibt's, es. Gibt es ja nicht. Ja. Ja. Deswegen wäre ich mal gar nicht so sicher, dass dort nur das stattfindet, was du jetzt sagst. Also in solchen Standorten kann man immer Sachen unterbringen, die man aus der Öffentlichkeit raushaben kann. Könnte natürlich wirklich sein, dass es tatsächlich die gesamte Zentrale ist. Ja. Oder dass irgendetwas stattfindet, von dem wir von dem wir sowieso ja nichts wissen sollen, das ist klar. Mhm. Aber man muss sehen, das ist für die so eine Art, also Deutschland aus amerikanischer Militärsicht ist sowas wie Grönland. Da gibt es keine Störung. Ja? Also was gibt es denn da? Wer stört dich? Ja. Ja. Ja, ja, die Erfahrung haben wir ja schon mehrmals gemacht hier in Deutschland. Wird ja auch viel spioniert und ausgekundschaftet. Letztens habe ich gehört, dass also der größte Teil der Selektoren, die NSA dem Bundesnachrichtendienst überreicht hat, die sie dann im Auftrag der Amerikaner mal abschnorcheln sollten von den Internetverbindungen, die durch Deutschland laufen, sich mit Wirtschaftsspionage befasste. Da ging es einfach darum, zu gucken, wie weit ist ein Siemens hier mit dem Projekt und wie funktioniert denn hier das bei Daimler-Benz und so. Ja. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, wie pervers das eigentlich ist, dass der deutsche Geheimdienst, wissend, dass es der eigenen heimischen Wirtschaft schadet, immens, Experten reden von 100 Milliarden Euro Schaden für die Volkswirtschaft jedes Jahr, dass er da mitmacht und den Amerikanern dabei hilft, das eigene Land wirtschaftlich auszubluten in gewisser Weise. Ja. Zurück. Wahrscheinlich ist das ein Deal. Ich meine, das sind alles Sachen, wo ich den Leuten immer nur aufrufen kann, selber zu denken. Also das heißt, erstmal ist es absurd. Ja? Vielleicht gibt es dahinter einen Deal. Also das heißt, vielleicht geht man das ein, so eine sozusagen ein Dienst, in dem man sagt, dafür möchte ich von dir etwas anderes haben. Also das könnte zum Beispiel einfach nur sein, die Deutschen bemühen sich seit vielen Jahren wie ein kleiner Schoßhund, der immer am Bein hochspringt, in diese Five Eyes reinzukommen. Also den Verbund der Geheimdienste, die untereinander die Daten austauschen. Das sind die westlichen Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Also Neuseeland, Großbritannien, Australien, Kanada, USA. Das sind die Five Eyes. Ja. Und da ist jetzt der Mossad noch mit angeschlossen. Der hat es im ersten Golfkrieg sehr geschickt geschafft, also zu sagen, wir kriegen eure Aufklärungsdaten von den Satelliten als Rohdaten. Dafür schicken wir keine Raketen Richtung Irak, wenn der uns mit den Scud-Raketen bombardiert. Ja, das war sozusagen so ein Deal. Also die Israelis sind so ein Sonderfall. Ja? Die tauchen ja nirgendwo mehr in den Nachrichten auf, aber der israelische Geheimdienst ist bei diesen, müsste man wahrscheinlich Six Eyes sagen. Und die Deutschen wären auch gern ein bisschen wichtiger, weil sie sind wirtschaftlicher wichtig, wären gerne auch bei den großen Hunden mitpinkeln am Tisch. Und das kriegen sie nicht. Und vielleicht sind so, also das heißt, das ist nicht vielleicht unbedingt ein rein verräterischer Aspekt, also was es ja wäre, es ist ja gegen die deutschen Interessen, sondern so eine Sache, wir helfen euch da, aber dafür wollen wir ein bisschen was anderes haben. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass der deutsche Geheimdienst von seiner ganzen Historie, wie er entstanden ist, war ja eine Untergruppe der CIA und es ist ein Gurkenhaufen gewesen. Das war so schlimm, dass die Amerikaner, also Richtung Osten war der komplett unterwandert, offen.
wenn die Amerikaner wissen wollten, dass der Ostblock irgendetwas wusste, dann hat man das im BND erzählt, weil das sozusagen dafür, das hatten sie dann relativ schnell mitgekriegt, dass dahin alles abfloss. Und er war außerdem extrem offen gegenüber Amerika. Das heißt, die Leute im BND, die saßen in München in den Kneipen und die Amerikaner wussten immer, was im deutschen Dienst war. Das war also eigentlich eine Möglichkeit, einen Brückenkopf in Deutschland zu haben, einen geheimdienstlichen. Das war nicht ein deutscher Geheimdienst, der für Deutschland gearbeitet hat, der in Allianz war, wie der britische, sondern im Endeffekt war es eine Dependance. Ja? Also das muss man immer im Kopf haben. Und das heißt, die Frage ist, wie unabhängig ist er eigentlich heute? Ich weiß es nicht genau. Also sozusagen, aber das ist die Struktur, die man sich angucken muss. Und das, da kommt auch wieder, in diesem Bereich kommt rein dieses Full Spectrum Dominance. Das heißt, dieses Datenabgreifen führt ja zu unglaublichen Möglichkeiten. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat, also wir sind quasi alle komplett überwacht. Und jetzt geht es darum, diese Datenflut nutzbar zu machen. Das ist viel zu viel. Das muss man irgendwie, die sammeln ja alles. Ja, die nehmen alles, was an Telefongesprächen, an E-Mails, das Faxen, wird gespeichert. Und dann, wenn man jetzt jemanden findet und dann guckt man, mit wem hat er Kontakt und kann sich die Sachen rausziehen in jeder beliebigen Tiefe bis zu den originalen Telefongesprächen. Ja, ja. So, und das kann man sich nutzbar machen. Und jetzt kann man ja, so wie ein Geheimdienst arbeitet, kann man dann sagen, ach, guck mal an. Ja, da haben wir hier, diese Person hat, was man jetzt von Trump behauptet hat, diese Orgie da im, das ist sozusagen Kinderkram, ja. Aber das könnte man für eine Erpressung zum Beispiel nutzen. Man kann auch gegenüber Staaten erpressen. Ich habe in einigen meinen Filmen habe ich solche Beispiele gehabt, wo im ganz großen Stil Außenpolitik gemacht wurde über Erpressung. Vor kurzem habe ich einen Bericht gesehen auf Dreisat über die Beobachtungsmethoden und Mittel, die man in den USA entwickelt, um aus dem Weltraum zu spionieren. Man hat da also tatsächlich eine super Kamera entwickelt, die hat im Prinzip wie in meinem Handy die Kamera, ich glaube, das sind 12 Megapixel oder was, und Tausende davon zusammengenommen hat, also verfügt diese Kamera über eine immense Auflösung, die es erlaubt, eine Stadt in der Größe von New York rund um die Uhr monatelang zu beobachten. Mhm. Und dann kann man mittels der Big Data, die da gesammelt werden, da werden ja gleichzeitig von der Stadt alle Telefonverbindungen registriert, wer hat mit wem telefoniert, wer ist von A nach B gefahren, wer hat was bezahlt und wofür, und kann man das dann alles im Nachhinein zusammensuchen. Ja? Also die haben dann sozusagen wie ein kleines Lexikon der Stadt New York, können dann sagen, so, wir haben jetzt den Zeitraum von einem halben Jahr hier alles mitgeschnitten. Es sind unglaubliche Datenmengen, die dabei entstehen und die auch sehr viel Energiekosten verursachen. Aber man kann dann tatsächlich sagen, so, dann lass uns jetzt mal spulen hier. Der Schulze-Lehmann in der Hausnummer 43, wann ist denn der am 24. April auf Arbeit gegangen, ja, kann man dann aus dem gesamten riesigen Bild eben speziell auf diesen Hauseingang schauen, und er hat dann eben das Haus um 8 verlassen, hat seiner Frau gesagt, er geht kegeln, und stattdessen war er aber eben im Puff oder so, ja. Das lässt sich dann damit machen, das ist das, was du mit den Erpressungsmöglichkeiten gemeint hast. Das ist ja, das geht in all diese Richtungen. Das heißt, man muss sich das, man muss nicht die Sachen immer einzeln nehmen, sondern das ist besser, man versteht, wozu wird das genutzt. Also das heißt, den Gesamtzusammenhang sich anguckt. Das heißt, je mehr man nutzen kann, um Informationen zu haben über den Zustand. Wenn man es jetzt konkret macht, wenn ich von dir alles weiß, dein Bankkonto, wie oft du dich mit deiner Frau streitest, was ansonsten zu Hause los ist, wie du mit deinem Bruder klarkommst, also all diese Sachen, wenn ich die weiß und will jetzt mit dir irgendeinen Deal haben, habe ich doch einen immensen Vorteil, wenn ich deine, nicht nur wegen Erpressung, auch wenn ich weiß, wo klemmt's, wo, wenn ich jetzt da was anbiete, wo geht sofort eine Lampe an. Das heißt, das ist ja die Aufgabe von einem Geheimdienst. Ja? Ein Geheimdienst soll ja solche Kenntnisse, früher gab es dafür Agenten, und dann irgendwann haben die Amerikaner gesagt, diese Human Intelligence ist immer so fehlerhaft, ja, weil das ist so, schon zwischen den Ohren ist der erste große Fehler, Filter, ja, was kriegen wir von denen genannt, dann gibt es noch Signal Intelligence gegangen, und jetzt kriegt man harte Daten,
Also harte statistische Daten über diese Massenüberwachung. Und darüber kann man jetzt agieren. Also wenn ich sage jetzt mal so ein Beispiel. Ich habe mich immer gefragt, warum sind denn die Amerikaner so dahinterher, die FIFA-Skandale aufzudecken? Wahrscheinlich, weil sie mit Fußball gar nichts zu tun haben. Aber darüber kann man in Europa, sozusagen kann man eine Sache hochziehen, ja, die Glaubwürdigkeit der Europäer betrifft. Oder die Sache mit dem Dieselskandal, ja. Ne? 10 Jahre. Das sind so Sachen, wenn man also eine Überwachung hat und hat solche Dinge im Hintergrund, dann kann man an bestimmten Stellen kann man dann Stellschrauben bewegen als Politiker, ja, die jemand anders, wo der sozusagen eine Riesenaktivität auf der anderen Seite ausbrechen muss. Wenn die Deutschen haben ihre Autos verkauft in den USA über den Arroganzfaktor. Die beste Technologie haben die Japaner. Ja. Das war dann sozusagen, das ist so das dicke Mackie-Auto, der Porsche, der Mercedes und sowas. Und da ist jetzt so der kleine Betrüger zwischendurch. Ja. Also der Rattenfleischverkäufer ist jetzt sozusagen in dem Image eingezogen. Riesenschaden. Also so kann man sowas nutzen. Und das sollte man sich drüber im Klaren sein, wofür das genutzt wird. Und jetzt auch wieder, wenn wir uns zurückerinnern, du bist, glaube ich, aus der DDR groß geworden, Sozialisation, ich im Westen, ja, dann wurde immer als artbildender Unterschied des westlichen Systems wurde, im Osten werden die armen Jungs, werden alle überwacht. Da ist immer einer von der Stasi und passt auf, was ist. Und immer jedes Telefongespräch wird mitgeschnitten, jeder Brief wird mitgelesen. Aber bei uns herrscht ja die große Freiheit. Und jetzt stellt man fest, okay, wir können über diese Totalüberwachung, haben wir Riesenmöglichkeiten. Also ist jetzt das Wichtigste im Westen, ist mittlerweile, ich glaube, schwul, lesbisch, transgender. Ja? Das ist sozusagen der artbildende Unterschied, den unsere Gesellschaft noch zu anderen Gesellschaften hat. Und jetzt wird das ein Riesenthema. Wir haben den Paragraph 175, ich glaube 1994 ist der jetzt abgeschafft worden. Aber das ist jetzt auf einmal... Also es ist ja fast lächerlich, ja, für wie viel Prozent der Bevölkerung betrifft das, wie wichtig ist das wirklich. Aber damals war die Überwachung, Überwachung Osten, Überwachung Kommunismus. Und jetzt wissen wir seit Snowden, Überwachung USA, ja, das ist Stasi mal 15, ja. Und Stasi auch die, waren für dieselben Witz dagegen, Zweck. Ja. Ja, das war ein Amateurhaufen dagegen. Das ist für die, muss das der feuchte Traum gewesen sein. Aber die Logik, die dahinter steht, warum man überwacht, ist in beiden Fällen die gleiche. Das ist, die Stasi hatte vielleicht noch berechtigtermaßen mehr Angst, dass da sozusagen von außen gegen den Staat gearbeitet wird. Das ist ja eine Sache, die man sehen muss. Dass, also ich habe das so, mir ist das aufgegangen als Gedanke. Das erste Mal, als ich wusste, wie unterlegen das sowjetische Militär war. Ich dachte, wenn du jetzt vorstellst, du bist Amerikaner, dann kommt diese Logik eben, lass sie uns abräumen, so schnell es geht. Für die Sowjets, wir müssen verhindern, dass sie uns abräumen, weil die historische Erfahrung der Sowjetunion war, die sind kaum, hat sie gegeben. Ihre eigene Ideologie sagt es, man wird uns abräumen. Ja, du hast 1917, bist du da und dann stellst du fest, es gibt einen russischen Bürgerkrieg, in dem dann noch gekämpft wird und da kommen die Amerikaner, die Briten und die Franzosen nach in die Sowjetunion rein und kämpfen mit. Ja, auf Seiten des zaristischen Russlands. Die sind in Wladiwostok an der Pazifikküste, die sind in Murmansk und Archangelsk. Das geht bis 1920, wird da gekämpft mit westlichen Truppen. Der Churchill sagt, du musst die kommunistische Revolution in der Wiege erwürgen. Also das heißt, man bringt die Leute in einen Modus, selbst wenn sie ganz was anderes wollten, wo sie paranoid werden müssen. Sie müssen anfangen, sich ständig Gedanken zu machen, wer unterwegs ist, um ihnen den Garaus zu machen. Weil alle, sie sind von Feinden umringt. Das, was wir den Israelis zubilligen jetzt, ja, das muss man also der Sowjetunion in der ähnlichen Form am Anfang zubilligen. Und dann gibt es entsprechend einen Sicherheitsapparat, der dort hochläuft. Mhm. Aber das ist ja, also diese, das, also das, daraus wurde dann diese ganze furchtbare Überwachungssystematik mit Gulag in den 30er Jahren und sowas. Und das hat man genutzt propagandistisch. Und jetzt machen wir das Ganze viel eleganter, aber zu dem gleichen Zweck. Zu dem gleichen Zweck, um eine überlegene, eine sozusagen als, damit man einen Werkzeugkasten in der Politik hat, der Möglichkeiten eröffnet, die sonst niemand hat. Also dieses Russland in den Zangengriff zu nehmen, dieses unter Druck setzen, permanente, ja, hat es ja auch im Kalten Krieg gegeben, ja. Ständig, hat auch mehrmals fast dafür gesorgt, dass ein Nuklearkrieg begonnen wurde. Jeweils in letzter Sekunde hat man den noch abwenden können. Das wird irgendwann schief gehen. Das ist das Schlimme ja dabei. Und tatsächlich läuft es ja genauso weiter im Moment. Ne? Also ist ja genau das dieselbe Situation im Prinzip wie im Kalten Krieg jetzt mit den ganzen Manövern, die da stattfinden. Diese NATO-Speerspitze, du hast gerade mit dem Kopf geschüttelt.
Siehst du es anders? Nein. Ich finde das furchtbar, ja, weil das Schlimmste daran ist, ich habe ja den Film gemacht, die Täuschung, die Methode Reagan, dass man sich jetzt vorstellen muss, unter Reagan ist diese ganze Systematik, die wir jetzt benannt haben oder die ich jetzt benannt habe, dieser militärische Apparat und der Überwachungsstaat, der ist dort explodiert. Da kam Casey, also der ein Mann mit einer großen Geheimdienstvergangenheit, der die Normandie-Invasion abgesichert hat für die Amerikaner über diese Erfindung einer gefakten Armee mit allem drum und dran, also mit einer Täuschungsoperation. Er hat es geschafft, Agenten in Deutschland im Nazireich zu installieren, was als unmöglich galt vorher. Also sozusagen so eine, und der sagt jetzt, die Wunderwaffe ist Täuschung. Und dann werden diese ganzen Deception, ja, Deception wird eine richtige, das geht richtig, richtig groß los. Und das Schlimme ist, das Schlimmste ist jetzt, wir sind jetzt, also ich glaube, wir beide sind uns einig, dass das eine Gefahr ist mit diesen Atomwaffen. Wir standen mehrmals kurz davor, ja. Also mein Lieblingszitat ist von diesem amerikanischen ehemaligen Chef der strategischen Bomberkommandos, der sagte, wir haben den Kalten Krieg überlebt durch eine Mischung aus Glück, Können und göttlicher Intervention und das Letzte im höchsten Maße. Das war also der Mann, der für die gesamte Bomberflotte zuständig war am Ende vom Kalten Krieg, der mit diesem Statement raus, also sozusagen der helle Wahnsinn, diese Geschichte. Und diese Leute waren erfolgreich mit diesen Methoden. Und jetzt stehen sie einer geschwächten Russland gegenüber, das immer noch eine Nuklearmacht ist, mit den zweitmeisten Nuklearwaffen, und sind schon wieder dabei, poking the bear heißt das, den Bär zu reizen. Mhm. Ja, aber jetzt haben sie noch im Hintergrund, wir haben es schon mal geschafft. Ja, und dann ist das amerikanische Denken ist nicht eins, was auf Vorsicht ausgelegt ist, sondern so can do, das kriegen wir hin. Also sozusagen der mutigste Rebell auf dem Pferd, der jetzt das Indianerdorf da attackiert. Ja, das ist Risiko ist positiv. Und jetzt diese Leute haben jetzt diesen ganzen Apparat und spielen rum. Ich habe Angst davor, dass diese Idioten, die das geschafft haben unter Reagan, gerade doch mal und die Sowjetunion klein gekriegt haben, dass die jetzt sagen, und jetzt holen wir uns Russland und die trauen sich doch nicht. Mhm. Ja, selbst wenn die drohen. Ja? Also wenn da, die trauen sich nicht, die sind zu schwach. Jetzt ist ja Russland auch nicht gerade untätig bei der Entwicklung von neuen Waffen. Eine Sache, die für großes Aufsehen gesorgt hat, war, dass Russland verkündet hat, über eine Art Strahlenwaffe zu verfügen, die den Elektronik in einem Bereich von ganz klein bis ganz groß außer Betrieb setzen kann. Es kursieren Geschichten aus dem US-Militär zum Beispiel, dass die Russen einen Zerstörer, also so ein richtig großes Kriegsschiff, damit mal komplett lahmgelegt hätten und dann eben mehrmals drüber geflogen wären, um zu zeigen, guckt mal, jetzt könnten wir hier eine Bombe abwerfen und ihr könntet nichts tun. Mhm. Es sollen danach Dutzende Soldaten, die auf diesem Schiff eingesetzt waren, den Dienst quittiert haben. Ist das diese Geschichte im Schwarzen Meer? Diese ich meine ja. Mhm. Ah ja, okay. Mhm. Weil ich mich immer gefragt habe, was war das gut? Ja, es dient wohl einfach dazu, dass man die Elektronik des Gegners außer Gefecht setzt. Ne? Mhm. Und davon könnte ja dann sogar auch die Doomsday-sichere Air Force One betroffen sein, letztlich, ja, die ja so gegen Strahlung geschützt sein soll, dass sie selbst einen Atomkrieg. Elektronischen Impuls, elektromagnetischen Impuls, ja. Mhm. Das wäre, würde dann wieder, würde die Sache, die dort im Schwarzen Meer stattgefunden hat, vernünftig erscheinen lassen, aus dieser Denkrichtung jetzt, ja. Ich meine, das ist erstmal poking the bear, ja. Wer ist der Starke, wer ist der Schwache? Das anzugucken, wer provoziert und wer reagiert, das ist das eine. Und das andere ist, wir müssen aufhören mit diesem Schwachsinn. Also das heißt, aber wie man da zuerst oder sozusagen verschärft und ins Augenmerk nehmen muss, ist nicht Russland. Also Russland aus meiner Sicht, wenn ich die Sachen sehe von Putin, dann reagiert der sehr kühl und abwägend. Das ist niemand, der reagiert auf dieser Ebene. Die Leute, die die ganze Zeit die Welt umstrukturieren, ja, also sozusagen mit Regime-Change, ganze Kontinente umbauen wollen, das sind die Amerikaner. Das sind die, die meinen, dass sie nach dem Ende des Kalten Krieges die Herren der Welt sind und jetzt das Ganze auf ihr Wirtschaftssystem quasi umfrickeln wollen. Ja. Also das ist,
Aber die Gefahr, dass irgendetwas dort aus dem Ruder läuft, ja, mit diesen Leuten, mit diesem Denken, die ist immens. Es ist doch keine Bremse da drin. Also das heißt, wir müssen, das ist wirklich auch eine Aufgabe für unsere Medien, also unsere, jetzt sage ich mit alternativen Medien, klarzumachen, dass wir diesen Kurs verlassen müssen. Wir brauchen Ideen, Strategien, wie man diese Konfrontationspolitik, die Vorherrschaft des Militärischen beendet. Mhm. Ja, das werden wir nicht schaffen. Also sozusagen schon gar nicht innerhalb kurzer Zeit, aber wir müssen diese Ideen entwickeln. Wir können halt nur die Friedensbewegung stärken. Ja, nur ist gut, ja. Da kann man eine ganze Menge. Es hat ja die Geschichte, die ist ja so, dass man sieht, dass eine ganze Menge Dinge auf einmal möglich werden. Das ist, wenn man steht, der Tropfen hüllt den Stein, aber das ist, da müssen wir uns zusammenschließen. Ja. Das heißt, wir müssen Leute, die dort in derselben Richtung denken, dass wir einen anderen Umgang mit der Natur brauchen. Ihr habt den Dirk Fleck hier gehabt mit dem Gespräch. Übrigens auch klasse, dass ihr eine Frau als Moderatorin habt, finde ich. Das ist bei Ken ist es ein sehr männerlästiger Laden. Ja? Also das ist, und die ist richtig gut. Ja? Also das ist diese weibliche Sicht auf etwas, ist jetzt nicht eine Frau, eine Kampfhändin, sondern eine richtige Frau. Ja? Das ist was, was unbedingt fehlt, also überhaupt in diesen ganzen Zusammenhängen. Also die weibliche Sicht auf das Weltgeschehen, davon, das ist wichtig. Und wir müssen uns vernetzen, alle, die in diese Richtung wollen, zusammenarbeiten. Und da bin ich bereit, den Bogen weit zu schließen, ja, also sozusagen weit zu ziehen. Dieses Ziel Frieden ist groß, ja, und dieses Ziel, zu einer multipolaren Welt zu kommen, also nicht so ein Zampano, der immer, wenn sich irgendwo jemand rührt, mit dem Holzhammer ankommt. Auch so ein Zitat Michael Ledeen, einer der grauen Eminenzen, der gesagt hat, ungefähr alle 10 Jahre müssen wir eine kleine, dreckige Nation an der Wand zerklatschen, damit die Welt kapiert, dass wir es ernst meinen. Mhm. Das tun sie ja auch. Mhm. Ja? Crappy little country, throw against the wall. Ja? Jetzt mal angenommen, diese America First-Doktrin, die ja durch Trump da aufgestellt worden ist, die ja eigentlich schon seit Jahrzehnten so besteht. Nicht in der Wirtschaft. Nicht in der Wirtschaft. Gut, ne? Also das ist der, aber der in der Politik schon. In der Politik, der Trump stört die Kreise. Das ist ein, warum? Das ist ja, wer auch, ich bin nicht sicher, ob ich recht habe, aber wenn man in die Analyse geht, dann muss man sagen, Trump gehört zu 1%, ist aber so eine Art neureicher Partycrasher, der nicht ernst genommen wird. Er ist in der Wirtschaftselite, aber er wird überhaupt nicht in der, ist er the Washington Beltway, wie das heißt, wird er überhaupt nicht akzeptiert. Die machen, also die, ich habe jetzt gerade auf dem Weg hier im Deutschlandfunk, internationale Presseschau, was darüber geschrieben wird, auch in den USA, er sei ein Idiot. Ja? Also sowas habe ich noch nie erlebt, dass so gegen einen Präsidenten, einen immerhin ja gewählten Präsidenten, ja, die Leute haben ihn ja gewählt, ja, agiert wird. Ja gut, aber er ist doch ein Idiot. Natürlich ist er ein Idiot. Ja? Aber das ist, warum wird er zum Abschuss freigegeben? Ja? Weil er eben, das Wirtschaftssystem ist internationalistisch. Das geht auf Globalisierung. Und jetzt kommt jemand, der kommt aus einem Bereich mit Immobilien, mit einer anderen Interessenausrichtung, die da drin ist. Es gibt ja noch diese, es gibt ja nicht mehr so viel Produktion in den USA, das sind Waffen. Ja? Und der stört jetzt diese Kreise. Das ist, glaube ich, der Grund, warum Trump, doch nicht, weil er wirklich ein Idiot ist. Sozusagen, der dürfte Idiot hoch 10 sein, wenn er die richtige Politik weitermacht. Und in Bezug auf die Außenpolitik haben sie ja schon wieder reingeholt. Ja? Mhm. Gesundheitsreform ist aber gescheitert. Was ich gut finde in den USA ist ja diese Vorstellung, wenn man die Manager, die Regierung machen lassen würde, wäre es besser. Dann kommen so richtige Leute, die Politiker sind schlecht, die Leute in der Wirtschaft sind eigentlich die Cracks, so wie in Südamerika das Militär dargestellt wurde als die. Und dass die sich jetzt die Finger verbrennen und zeigen, dass sie es nicht können, das finde ich klasse. Mhm. Also auf die Idee, dass ein erfolgreicher Unternehmer der bessere Präsident ist, wird man nach Trump nicht mehr so leicht kommen können. Ja. Schon mal gut. Ja. Das finde ich auch. Das ist ein guter Einstieg. Nochmal ganz kurz zurück zum Krieg im Weltraum. Was ist eigentlich mit diesem Mini-Space-Shuttle, das die Amerikaner da immer mal hochschicken? Letztens war eine Meldung, ist jetzt wieder gelandet. Mehr erfahren wir ja nicht, weil es ein militärisches Geheimprojekt ist. Was ist denn da? Was muss man sich darunter vorstellen? Was machen die da? Wenn ich jetzt wieder, gehe ich ein Stück zurück. Ja? Ich hatte in einem meiner Interviews, ich habe mit ganz vielen Leuten ja aus dem Geheimdienst Interviews gemacht, eine Sache, die man, eine Idee, die bereits in den 70er Jahren kursierte, das hieß Rod of God, ja? Da hätte man einen Wolfram-Flugkörper, also einfach ein Stück Wolfram, 2 Tonnen schwer, hätte man mit einer SR 71, also mit Mach 3, irgendwas so um die 3.500 Stundenkilometer. Und wenn man das
loslässt und als Flugkörper ohne einen Sprengkopf einfach nur dieses schwere metallische Objekt, hartem Objekt, in ein Ziel reinfliegen lässt, dann hat man am Boden eine Energieentwicklung, die dem einer kleinen Nuklearwaffe entspricht. Dafür braucht man nur die Geschwindigkeit, also die Wirkung dieser Waffe ist abhängig von der Geschwindigkeit. Und deswegen wurde gearbeitet, also das ist eine Sache, die Geschwindigkeit wird ja immer nach oben getrieben, das sind Überschall-Staustrahltriebwerke, also die Strömung ist Überschall, Scramjets heißt das. Da wurde in den, ab den 70er Jahren, 90er Jahren hieß es, sind die ersten Sachen vielleicht in der Erprobung gewesen. Dazu gehört jetzt auch diese X-43, das sind solche Scramjets, die da irgendwie mit Mach zwischen 5 und 7 rumfliegen. Und da würde es reichen, da hätte man jetzt einen, wenn man so will, strategischen Bomber, der gar keine Atombombe darunter haben will, sondern nur eine ultragenau lenkbaren Eisenkugel, eine Kanonenkugel, wenn man es genau nimmt. Ja? Und die aus Mach 7, der ist in einer Stunde irgendwo auf der Welt, wo er hin soll, und kann man von oben, kann man punktgenau irgendetwas pulverisieren. Das ist eine der Möglichkeiten, die dahinter steht, wo man normalerweise auch nichts drüber hört. Aber das wäre eine Sache, wie man mit einer, also quasi ein strategisches, also das ist ja mehr, das ist ja außerhalb der Stratosphäre, das geht sozusagen in die erdnahen Umlaufbahn. Also das ist dann schon Space Command, ja? Aber mit einer Bombe, also nicht mehr nur gucken, wie beim Ersten Weltkrieg, wie ich sagte, hingehen und fliegen und drüberfliegen Satelliten, sondern das ist jetzt schon Bombe. Ja? Das sind Sachen, die kann man mit sowas bearbeiten. Man kann aber auch mit einem Space Shuttle irgendwelche Elektronik an den Himmel hängen und sich was angucken. Oder man kann stören oder man kann andere Satelliten abschießen. Mhm. Also da können wir jetzt selber anfangen nachzudenken. Es ist nicht so, man sollte nicht immer sozusagen nur die Indizien suchen, sondern in diese Richtung denken. Das heißt, Überwachung wird in diesem westlichen System ausgebaut werden bis zum geht nicht mehr. Und wir brauchen dafür ab und zu mal einen Terroranschlag, ja, damit man zeigen kann, wie wichtig ist das, diese Machung. Weil man damit einen Werkzeugkasten zur Verfügung hat, um Machtpolitik betreiben zu können. Und deswegen alles, was in diese Richtung gehen wird, wird gemacht werden. Ja, und dann wird ein bisschen Brimborium und wenn einer was verrät, dann wird er am besten am nächsten Laternenfall aufgehängt. Snowden sollte ja erschossen werden, hat ja McCain und alle diese Leute haben, der Rush Limbaugh hat, glaube ich, gesagt, im Wilden Westen hätte man das einfach mit einem Stück Blei erledigt, das Problem Snowden, ja. Also der ist zu Lynchen aufgerufen worden. Clinton hat ähnliche Sachen von sich gegeben. Also das wird, wenn man immer nur darauf wartet, dass Leute etwas nachweisen, dann hängen wir immer hinterher. Wir müssen eigentlich dazu kommen, mit solchen Gesprächen und vielen anderen, dass man vordenkt und sagt, in welche Richtung geht das? Ist das eigentlich was, was wir wollen? Ist das irgendwie in der Zukunft, die du deinen Kindern, ich meinen Enkeln, ans Bein winden will, damit wir woanders hinkommen können? Ja? Weil das ist nicht mehr. Das ist ja, sie haben ja das Problem, dass das, was sie als Zielvorstellung gesagt haben, die Amerikaner, die Zielvorstellung ist ja New Orleans oder Kalifornien. Rockmusik, tolles Leben, bisschen surfen, Pamela Anderson am Strand und ein tolles Leben. Ja? Aber was sie machen, ist Stasi 2.0 und Bürgerkrieg weltweit. Also ihre eigene Verheißung können sie nicht mehr aufrechterhalten. Und dann müssen wir uns auch mal darüber unterhalten, in welche Welt wollen wir denn eigentlich reinkommen? Also wie soll denn die Welt aussehen? Sozusagen, was ist denn eine Welt, die für Menschen auf der ganzen Welt attraktiv sein kann? Das, was da jetzt läuft, garantiert nicht. Deswegen werden sie es geheim halten müssen. Dazu, um so ein kollektives Bewusstsein aufzubauen, müsste man natürlich zunächst erstmal eine Art Gremium schaffen, das überhaupt dazu geeignet ist, völlig ohne Störfeuer von außen tatsächlich die Meinungen von allen Erdenbürgern auch aufzunehmen und irgendwie ja, zu kanalisieren. Das ist ja unsere Aufgabe eigentlich als Journalisten. Ja. Eigentlich ist das unsere, auch das. Wir waren mal die vierte Staatsgewalt, ja. Wir waren mal ein Korrektiv zur Staatsgewalt, ja. Diese Aufgabe übernehmen die Medien in Wirklichkeit gar nicht mehr. Oder diese neue Truppe namens Korrektiv, die. Vergiss es, ja. Die kannst du schon mal gleich über den Harz kicken und es wird kein Schaden daran genommen werden. Aber diese Aufgabe ist ja eigentlich da und die könnte auch übers Internet vernetzt werden. Ja? Also das heißt, es gibt ja überall das, was du jetzt hier machst, das gibt es überall. Es gibt es, was weiß ich, KenFM, wo ich ja auch schon ein paar Sachen gemacht habe. Aber es wäre gut, wenn es viele gäbe. Also sage ich mal, viele, mal mindestens 4 oder 5. Ja? Ich halte also von diesem Prinzip der Vielfalt in der Natur sehr viel. Ich meine jetzt gar nicht Konkurrenz, sondern einfach nur damit viele Augen, also viele Insekten, Facettenaugen, das abrastern.
Wir haben Telesur, wir haben in den USA, haben wir Democracy Now, wir haben Who What ja. Why, wir haben Moon of Alabama. Es gibt eine Haufenweise, Counterpunch, super Webseite. Ja. Es gibt so viele richtig gute Leute, die Journalismus machen, weil sie Journalismus machen wollen, die nicht am Rockzipfel von Mami hängen und ihre Karriere ausbiegen wollen aus irgendeiner Nähe zur Macht. Also, dass sie immer so im richtigen Strahlungsradius von der Zentralsonne sind. Ja. Es gibt so viele Leute und das wäre zum Beispiel einer der ersten Wege, um zu sagen, damit ich überhaupt mal weiß, was los ist. Ja? Mhm. Ich meine, aus dem Stand könnte man sagen, was ja immens fehlt, sind, also was man aus dem Stand machen könnte zum Beispiel. Ich habe jetzt so gedacht, meinetwegen, im Moment ist gerade Venezuela, wird Mossadegh 2.0 gemacht. Das hat die größten Erdölvorkommen der Welt, wie ich jetzt gelesen habe. Ja? Also natürlich interessieren sich die Amerikaner, die hatten da so einen komischen Präsidenten Chavez, den sie mehrfach versucht haben zu beseitigen. Im Moment geht es gerade wieder kräftig ab und du hörst eigentlich bei uns gar nichts. Selbst die ganzen linken Medien schweigen zu Venezuela. Mhm. Das ist eigentlich ein Riesending. Ja? Ich hatte vor ein paar Jahren hatte ich gelesen, dass über die Hälfte dieser Deception, dieser psychologischen Kriegsführungspersonal der Amerikaner um Venezuela rum sitzt und agiert. Und denn, wenn jemand jetzt die Sachen kennt, wie das in Chile gemacht wurde mit Allende, da hat man mit dem genau Streik... Dasselbe, ja. Genau das Gleiche. Ja. Das ist, und daran siehst du, weil die immer das, was funktioniert hat, wird nochmal gemacht. Das ist jetzt also so da drin. Und das wäre, kommt nicht vor, wirst du in ARD und ZDF, wird nur gezeigt, Demonstrationen in Venezuela und großes Chaos und hoffentlich herrscht bald wieder Ordnung, ja, weil dieser Präsident... Der hat ja eine Zustimmungsrate von 25%, so wie ich das kenne. Die ist höher als von irgendjemand sonst dort, inklusive Trump. Ja? Aber du hörst immer nur, du hast eigentlich den Eindruck, der kriegt es nicht gebacken und eigentlich, wann die demokratische Opposition wird ihn jetzt bald abräumen, alle Assad, ist dasselbe Muster. Ja? Und das, da könnten wir zum Beispiel, sag ich mal, aus dem Stand könnten wir Sachen machen, die keiner macht. Ich sag, ein Beispiel wäre, ich suche Informationen über China, weil diese One Belt, One Road ist die jetzige geopolitisch wichtigste Aktivität weltweit. Das ist ein ganz zentrales Thema, worüber ich 2015, sobald ich das gesehen habe, den ersten Artikel im Internet geschrieben habe. Das ist vollkommen absurd, eines der wichtigsten Sachen überhaupt. Ja? Das sind so Tausende von Geisterfahrern, ist aber mittlerweile klar, dass es bedeutsam ist. Aber jetzt, da fällt einem auf, jetzt guck doch mal, wir haben noch nie China ist jetzt demnächst Wirtschaftsmacht Nummer eins. Wir werden die Amerikaner überholen. Die ganze Zukunftsentwicklung der Wirtschaft ist im Pazifik. Die Amerikaner sagen Pivot to Pacific. Also die kommen jetzt mit ihrem ganzen Apparat, Deception, Militär und sowas, gehen sie im Pazifik. Du hörst nie, was China zu irgendetwas meint. Ja? Über China wird geredet. Aber dass irgendjemand hingeht und sagt, wie seht ihr denn das eigentlich? Was ist denn eure Position dazu? Oder welche Position gibt es? Du hörst irgendwas über irgendwelche Oppositionsbewegungen da drin, aber die Argumentation, warum China so oder so reagiert, warum Putin so oder so reagiert. Wer geht hin und hält Putin ein Mikrofon hin und sagt, erklär mal in 30 Sekunden, wie du das siehst. Also du kriegst doch keine wahrheitsgemäßen Antworten. Oder wir Nordkorea. Wir würden Nordkorea gern wird tun. Nie jemand fragen. Wir würden es gern tun, uns fehlen natürlich die Mittel dazu, ne? Ja, du könntest aber auch, man könnte hier in Deutschland ja losgehen und sagen, oh, gucken wir, China sind viele hier. Das ist ja wirtschaftlich ebenso bedeutend. Ich meine nur, diesen Blick zu eröffnen aus dem, wir wissen alles besser, ARD, ZDF, wir wissen alles besser, auf, lass doch mal die Nachbarn hören. Das ist ja der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel, meine Lebenserfahrung ist, warum ich nach Russland mitfahre. Meine Lebenserfahrung ist, wenn du irgendwo hinfährst und mit den Leuten redest, auf der Straße, ja, Dein Weltbild ist nicht das gleiche, wenn du zurückkommst. Du merkst immer, da hat dir was gefehlt. Du hast die Seele von den Leuten nicht wahrnehmen können. Du hast die ganzen Umstände. Du hast kein Gefühl für das, was da stattfindet. Das kriegst du nur im unmittelbaren Austausch. Das geht auch noch nicht mal über Journalismus. Du musst diesen menschlichen Kontakt kriegen, damit du ein Gefühl kriegst, was in dem Land wirklich los ist. Und wir machen noch nicht mal die Mini-Anforderung, mal jemanden zu fragen, wie vor Gericht den anderen Teil auch zu hören. Und das würde ich selbst bei Nordkorea. Nordkorea, wenn du die Geschichte des Koreakrieges anguckst, ja, dass die Nordkoreaner Angst haben vor den Amerikanern, das ist ein furchtbares Regime mit 200.000 Leuten in Konzentrationslagern. Ja. Das will ich jetzt nicht sagen. Trotzdem ist unsere Aufgabe als Journalisten in einem Konflikt
beide Seiten anzuhören. Mhm. Und das gibt es überhaupt nicht mehr. Früher hat das die BBC mal gemacht, in den 70er Jahren, hatte im Nahen Osten die besten Umfragewerte, die höchste Glaubwürdigkeit, auch übrigens heute mit der DDR. Ich habe damals habe ich BBC über Kurzwelle und Mittelwelle gehört. Und dann wusste ich manchmal nicht, höre ich jetzt gerade im Radio Moskau Deutsch oder höre ich BBC? Weil die so neutral waren in ihrer Ausdrucksweise. Alles vorbei, alles vorbei. Jetzt haben wir Propaganda 24/7 auf allen Kanälen. Es bleibt uns also nur, sich gegenseitig zu vernetzen, alternative Medien anzuschauen. Eigene Thinktanks, unabhängige. Den Horizont zu weiten, denn die gefährlichste Weltanschauung ist die von denjenigen, die die Welt nicht angeschaut haben. Ja, unsere Zeit ist schon wieder vorbei. Vielen Dank, Dirk Pohlmann, dass du da warst. Wir würden uns freuen, dich demnächst wieder mal bei uns begrüßen zu dürfen, damit du uns auf den aktuellen Stand bringst. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schreibt uns bitte eure Kommentare unter das Video. Stellt uns auch bitte Fragen, die wir dem Dirk Pohlmann beim nächsten Mal stellen können. Denn dieser Mann ist ein allseits belesenes Universalgenie, würde ich mal sagen. Hat ein bisschen was gelesen und okay, das Genie können wir streichen. In diesem Sinne, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.